Ja, hallo Leute und willkommen zum dritten Teil von dem MPC in C-Bau. Ja Leute, heute ist endlich mal so weit, heute wollen wir endlich mal ein Edding hier vorne ranhängen, wie ihr sehen könnt. Und da wollen wir eigentlich mal versuchen, ob das Ding überhaupt funktioniert, ob das Ding im Winkel ist und wie sich das beim Fräsen so verhält, würde ich mal sagen. Also würde ich sagen, packen wir mal ein Edding vorne ran. Sagen, der Test lief schon mal ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall schon mal im Winkel, was schon mal ein gutes Anzeichen ist auf jeden Fall. Und das an sich hat es auch gut funktioniert, ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, hat funktioniert, von daher nicht schlecht auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn wir es mal richtig testen, das heißt, du musst mal schnell mal irgendeinen Zeichentest oder sowas mal durchlaufen lassen und mal gucken, wie es sich da so schlägt. Ich würde sagen, der zweite Test lief jetzt auch schon mal ziemlich gut, wie ihr sehen könnt. Nur halt, Probleme halt, wie ihr sehen könnt, ihr habt es bestimmt gerade ein bisschen gesehen an manchen Stellen, diese Absätze hier, das macht natürlich der Edding so überhaupt nicht. Das heißt, hier hat sich das Papier mal aufgegriffen, dann musste jedes Mal erst hochfahren und dann wieder anfahren lassen. Aber ansonsten, wie ihr sehen könnt, hat es soweit eigentlich ganz gut funktioniert und schaut auch, wie man unschwer erkennen kann, schon mal echt ganz geil aus, ehrlich gesagt. So was schön, gerade jetzt habe ich in meinem Leben noch nie gezeichnet. CNC ist einfach nur geil. Ich würde sagen, das lief doch eigentlich relativ gut, muss ich tatsächlich sagen. Das ist jetzt so ein billiges China-Träne, was ich noch gefunden habe bei mir, weil eben rumliegen. Und deswegen denke ich mir so, als temporärer Fräsmotor geht es erstmal. Es soll natürlich nicht der dauerhafte Fräsmotor werden, das ist natürlich klar. Aber ja, wie ihr sehen könnt, momentan geht es auch. Und ist auch relativ fest, muss ich sagen. Also es geht tatsächlich. Also ich glaube, Metall brauche ich mit dem Ding nicht probieren. Das wird eher nichts werden, schätze ich mal stark. Aber halt für Holz und ein bisschen am Anfang mal. Bisschen rumprobieren soll es, denke ich mal, gehen. Na, ich würde sagen, ich bestelle erstmal noch ein paar Fräse und dies hier jetzt gleich im nächsten Schritt. Verdammt, soll ich jetzt im Endeffekt doch eine DIY Dremel CNC gebaut. Wollte ich zwar eigentlich nicht machen, aber ja, gut, hat sich jetzt halt so ergeben, ne? Naja, egal. Gut, Leute, die Fräser, wie ihr sehen könnt, sind endlich da, würde ich sagen, können wir direkt mal losfräsen. Ja, ist wie so eigentlich so meine Fräser da, und zwar ist es einmal ein 3mm Zweischneider von Surotec. Sollte, denke ich mal, für das Treme komplett ausreichen. Das kleine Ding ist halt für Holz geeignet. Sollte, denke ich mal, komplett ausreichen. Und noch zusätzlich ist es ein 3,175 oder beziehungsweise 1/8 Zoll Gravurfräser geworden. Auch von Surotec. Und ja, den werden wir, denke ich, als nächstes erstmal direkt benutzen für ein einfaches Fräsprojekt.
Das Ding habe ich zwar schon mit Edding gezeichnet, aber halt, ich will nochmal ausprobieren, wie dieses eine Fräsprojekt jetzt mit einem Gravurfräser ausschauen würde auf Pappelsperrholz. Würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Gut, wie ihr sehen, dann habe ich jetzt schon mal hier ein Stück Pappelsperrholz hier auf Laubverplatte draufgepackt. Das ist einfach bloß normale Spanplatte. Und ja, ich habe ein bisschen draufgeschraubt, weil ich momentan kein doppelseitiges Klebeband habe. Deswegen ist auch ein bisschen ein Abenteuer geworden, das Ding jetzt hier unten an der Grundplatte zu befestigen. Naja, ich hatte zum Glück noch eine ganze Rolle Klebeband hier rumfliegen, von daher soll es theoretisch auch so gehen, schätze ich mal. Gut Leute, also ich würde sagen, wir machen jetzt mal das erste Fräsprojekt, und zwar diesen Drachen hier habe ich zwar schon mit einem Edding gezeichnet, aber halt, ich würde jetzt einmal noch wissen, wie sich das so mit dem Gravurfräser verhält. Von da würde ich sagen, fräsen das direkt mal schnell und gucken, wie das so läuft und ob es funktioniert vor allem auch. Sagen, für den ersten Test schaut es schon mal richtig gut aus, ehrlich gesagt. Naja, ich muss echt sagen, das lief doch echt richtig gut tatsächlich. Für den ersten Versuch, muss ich echt sagen, bin ich eigentlich echt mehr als begeistert, weil halt, wie ihr sehen könnt, es hat hervorragend funktioniert. Ohne Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich echt genial, ehrlich gesagt. Gut Leute, ich bin jetzt aber unten in der Werkstatt gegangen, weil ich habe gerade eben nochmal zwei Seiten gerade gefräst, einmal von Hand mal noch schnell gemacht. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, sie ist auf jeden Fall im Winkel. Also es klappt echt, also es ist echt hervorragend, wenn man mich fragt. Es ist so, wenn ich ein Licht halte, vielleicht am Ende noch gerade so, vielleicht, ja, ein Zehntel Millimeter, vielleicht noch eine Abweichung, also wo halt ein Lichtspalt ist, aber ansonsten. Für mich als Heimwerker reicht das so für Holz auf jeden Fall komplett aus, kann ich euch sagen. Also ich bin mehr als so zufrieden jetzt, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so sehe. Aber ja, muss ich sagen, echt genial auf jeden Fall. Es ist tatsächlich im Winkel, dass ich sowas mal schaffe. Wahnsinn, sage ich euch. Aber ja, eben, es gibt jetzt noch einen Nachteil, den ich so noch gemerkt habe, jetzt auch beim Fräsen, und zwar, er ist untergestellt. Es ist einfach bloß momentan einfach bloß so ein Tisch, den man rumstehen hatte. Das kann ich so hier auf Dauer einfach nicht machen, muss ich ganz einfach sagen. Deswegen ist halt dieses Video jetzt erst nochmal ein bisschen kürzer, weil ich muss halt erstmal noch unbedingt im nächsten Video höchstwahrscheinlich dann das Untergestell für diese Fräse bauen, weil halt so wie es jetzt war beim Fräsen, so kann es eigentlich nicht weitergehen, weil halt so andauernd dieses Gerüttel, das geht nicht. Das kann man beim Fräsen eigentlich so überhaupt nicht machen, wenn man mich fragt. Deswegen ist dieses Video jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer, das war halt bloß mal so, wie ihr sehen könnt, wie ich die ersten paar Fräsversuche mache, die ersten paar Zeichenversuche, wie sie sich überhaupt bewegt, erstmal richtig und so weiter, würde ich muss mal zeigen. Und dann ist eben halt im nächsten Video, werden wir mal noch das Untergestell dafür bauen, würde ich mal behaupten. Und ja, aber ich muss euch sagen, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Untergestell baue, ob ich das mit Aluprofil mache oder halt aus Holz direkt, keine Ahnung, muss ich erstmal noch rausfinden, was jetzt halt besser, was halt billiger ist oder wie auch immer.
Ah ja, ich würde sagen, das war's das mit diesem kleinen Video mal gewesen. Ist halt ein bisschen kürzer wahrscheinlich, aber ja gut. Ja, dafür wird das nächste Video, denke ich mal, besser, wenn wir mal Umgestell nochmal bauen. Und so weiter. Von daher würde ich sagen, macht's gut und bis dahin. Ciao.